been a doctor. Scott. Also dieser Geschichte muss ich auf den Grund gehen, weil ich einen Mann bestellt habe. Ich habe prinzipiell was gegen junge Damen, die Doktor spielen. Dazu ist der Beruf zu ernst. Hübsch ist sie. Unverschämt. Hübsch. Nichts da, der Gergel bleibt. Gergel, ich bitte Sie, kommen Sie mit. Geh, lass doch mich aus dem Spiel. Ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll. Du bleibst. Die wird schauen, wenn keiner kommt. Lang hält sie das nicht aus. Und das hätte Dr. Katz nie gemacht. Ja, weil ihr euch bei ihm niemals sowas getraut hättet, ihr Feiglinge. Weil ihr pariert hättet. Aber hier bei der jungen Frau, da seid ihr die Helden. Da glaubt ihr, könnt euch alles herausnehmen. Und damit ihr es nur wisst. Sie hat vollkommen richtig gehandelt, wie sie den Gierl hat in die Klinik transportieren lassen. Ich hätte es genauso gemacht. Wie geht's dir jetzt hier? Danke, ganz gut. Das höre ich aber ungern. Und der Widerstand im Dorf? Schmilzt. Schade. Trotzdem komme ich als motorisierter Bote des Schicksals. Jetzt mach's nicht so spannend. Was ist denn das? Da, sieh dir das mal an. Sanatorium Burgberg. Das übernimmt ab Herbst Professor Zelinski. Petra, das ist so eine Chance. Das kannst du nicht ausschlagen. Außerdem, ich wäre verdammt froh, wieder mit dir beisammen zu sein. Ja? Die Frau Doktor ist beim Bürgermeister. Ja, beim Bürgermeister, bestimmt. Wenn was Dringendes ist, kann ich notieren. Ja. Danke. Fragen Sie mich doch nicht, ob Sie von hier weggehen sollen. Ich gebe dir doch nur eine ganz egoistische Antwort. Zur Hilfe! Schnell! Die Doktorin soll kommen! Der Herr Pfarrer ist umgefallen! Hochwürden. Sie simulieren ja. Haben Sie es gleich gemerkt? Sofort. Blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Wälder. Deine Heimat ruft dir zu, komm doch zu mir. Komm doch bald zurück. Komm doch bald zurück.